Elektromobilität ist für viele Menschen immer noch ein Zukunftsthema. In dem im Nordosten von Nordrhein-Westfalen gelegenen Kreis Lippe ist die elektrische Mobilität völlig normal. Medien behaupten gerne, dass die lautlose Fortbewegung höchstens in den großen Metropolen, aber nicht auf dem Land funktionieren kann. Abseits der Großstädte liegt das Potenzial zum Beispiel bei den Werksverkehren, bei Pendlern, die im ländlichen Raum oft einen Zweitwagen besitzen und als Ergänzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Dass das alles mit erneuerbarer Energie ohne Schwierigkeiten erreicht werden kann, beweist das Projekt EMIL Lippe, was Elektromobilität in Lippe bedeutet. Dieses ist durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit gefördert worden. Dort haben sich die motivierten Beteiligten Kreis Lippe, Intelligence, Phoenix Contact E-Mobility und Kanegisa das Ziel gesetzt, ein Elektromobilitätssystem für Wirtschaftsverkehre zu entwickeln. Unter optimaler Ausnutzung erneuerbarer Energien können Mitarbeiter dieses für die Buchung von Dienst- und Privatfahrten nutzen. Dabei bilden ausschließlich Elektrofahrzeuge die Flotte. Diese fahren mit erneuerbarer Energie, die durch Photovoltaikanlagen erzeugt wurde. Zusammen mit den Bildungs- und Forschungseinrichtungen Hochschule Ostwestfalen-Lippe, INIT, OVITA und Fraunhofer ist ein komplexes Netzwerk entstanden, das eine Art Carsharing-System erarbeitet hat. Dabei war Phoenix Contact für die AC-DC-Ladetechnik, Kanegisa für den Energiestellplatz und Intelligence für das Mobilitätsmanagement zuständig. Die Reichweite ist bereits heute für die Mehrzahl der Autofahrer mehr als ausreichend. Eine Studie hat ermittelt, dass die deutschen Berufspendler durchschnittlich 75 Kilometer weit pro Tag fahren. Aber auch die gewerblichen Fahrten sind mit den bestehenden Reichweiten durchaus zurückzulegen. Genau an diesem Punkt setzt EMIL Lippe an. Eine Art Carsharing-System, aber das Carsharing-System bezieht sich auf verschiedene Standorte, weil es geht ja um Werksverkehre. Und insofern haben wir dann verschiedene Carports, wie sie hier im Hintergrund auch stehen, in der Region aufgebaut. Diese Carports sind alle ausgestattet mit Photovoltaikanlagen, sodass dann der Strom, die erneuerbare Energie, der Eigenerzeugte direkt auch in die Mobilität, in die Betankung der Autos so geführt werden kann. Darüber hinaus ist dann auch noch möglich, dass wir ein sogenanntes bidirektionales Laden ermöglichen. Beispielsweise können Sie sich das bei Gabelstaplern vorstellen, die sehr hohe Speicherkapazität haben in den Staplern, dann der Strom, wenn er benötigt wird, vielleicht sogar wieder zurückgeführt werden kann in andere Verwendungszwecke. Insofern können wir auch solche Werksverkehre mit abbilden, mit erneuerbarer Energie und dem Mobilitätssystem im Hintergrund. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2020 rund 1 Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen zu haben, ist ohne eine intensive Beteiligung der ländlichen Gebiete nicht möglich. Denn dort gibt es eine Menge Potenzial in Form von Zweitwagen. Rund 11 Millionen davon gibt es bundesweit, die Mehrheit eben im ländlichen Raum. Selbst wenn nur ein Teil davon zusätzlich durch erneuerbare Energie betrieben würde, wäre das ein großer Schritt in Sachen Klimaschutz. Dass das bereits heute möglich wäre, zeigen die Verantwortlichen hinter dem Projekt EMIL Lippe.